anderthalb gerissene Rollen, jetzt im Rückenflug einen Abschwung. Eine Rolle, gesteuerte Rolle in zwei Zeiten. Ein Turn über die linke Fläche. Ein Aufschwung gefolgt von einer Rolle. Doppelte Geriss in Rolle, also ohne den kurzen Halt auf Viertel oder Halbrolle. Jetzt haben Sie eben die Rolle in zwei Zeiten gesehen. So, dann Turn über die linke Fläche. Es ist ein unglaublich schönes Flugbild, was wir hier heute zu sehen bekommen vor diesem blau-weißen Himmel. Und wenn man bedenkt, dass die Pitts, wie gesagt, eine Konstruktion aus den 40er Jahren ist. 1944 den Erstflug gehabt. Seinerzeit nur mit 90 PS, 90 bis 100 PS motorisiert. Geschwindigkeit jetzt im Vorbeiflug ca. 250 km/h.